Die Aktienmärkte haben heute stark angefangen, aber dann doch etwas stärker nachgelassen. Warum hat man stark angefangen? Einfach aufgrund der Tatsache, dass heute Montag ist und Montag haben wir entweder Stimulushoffnungen oder eben Impfstoffhoffnungen. Da wir derzeit keine Impfstoffhoffnungen haben, mussten wir auf Stimulushoffnungen zurückgreifen. Die hat Sid Donald in die Welt gebracht, indem er gesagt hat, ich will noch größeren Stimulus als die Demokraten, als Nancy Pelosi und hurra, im asiatischen Handel die US-Futures nach oben. Aber es ist vielleicht wie ein bisschen von Karl Kraus einmal gesagt, diesem großartigen österreichischen Schriftsteller, Satiriker, Aphoristiker, der einmal gesagt hat, der Sex hält nie das, was die Onanie verspricht. Und so ist es vielleicht auch mit dem Stimulus der Aktienmärkte. Da stellt man sich Großartiges vor und was dann dabei rauskommt, ist vielleicht etwas weniger großartig bis Dienstag. So heißt es, muss ja etwas kommen. So hat es nämlich Nancy Pelosi gesagt. Man wird heute um 15 Uhr Ostküstenzeit miteinander sprechen, 21 Uhr deutsche Zeit. Also da wird wahrscheinlich vor Kassaschluss Wall Street nicht viel erstmal bekannt werden. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat heute gesagt, ja, ich bin vorsichtig optimistisch. Aber schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Was wir hier sehen, das ist Le DAX in den Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, viele, weiß ich, haben das schon vermisst. Deswegen sei es jetzt unbedingt mal erwähnt. Wir sehen, dass der deutsche Leitindex zunächst mal aufgrund der Stimulushoffnung im Sinne von Karl Kraus eine kleine Erektion hatte, ging nach oben über die 13.000er Marke, aber dann war irgendwie Schicht im Schacht, dann schien ein bisschen die Luft raus zu sein, sodass der Index dann doch noch im Minus geendet ist. Also das gilt so ein bisschen für andere Aktienmärkte auch. Man hat großartige Hoffnungen und ist dann ein bisschen ernüchtert. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an zu diesem Montag. Ich wurde heute nochmal gefragt bei Kommentaren, ja, da hatten Sie doch mal eine Statistik gezeigt, dass die Montage im Nasdaq immer sehr positiv sind. Richtig, 64% der Fälle oder 64% der Jahresperformance sind an einem Montag sozusagen erzielt worden durch den Nasdaq, also fast zwei Drittel der Gesamtperformance an einem einzigen Tag. Das ist schon auffällig und wir sehen mal hier den Nasdaq an Montagen, sehen wir, dass wir in 76% der Fälle positiv sind, also mehr als drei Viertel, durchschnittlich um 0,57%. Dagegen haben wir zum Beispiel Tage wie den Donnerstag, da sind wir durchschnittlich negativ, obwohl wir in 59% der Fälle positiv sind. Freitag ist auch negativ, der Dienstag und Mittwoch ist noch relativ gut, vor allem der Mittwoch da in 75% der Fälle positiv, mit einer allerdings etwas schwächeren Performance als am Montag mit nur 0,3%. Die Amerikaner sind ja Freunde von Statistiken, dementsprechend gibt es solche Statistiken. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland zum DAX gibt, jedenfalls sehen wir, da gibt es schon eine bestimmte Auffälligkeit, eine statistische Auffälligkeit. Und das hat sozusagen auch ein Beiwerk gegeben bei Analysteneinstufungen. Snap wurde nach oben gestuft, Texas Instruments wurde nach oben gestuft, Qualcomm wurde nach oben gestuft, Tesla wurde nach oben gestuft, auffällig viele Firmen, die jetzt in nächster Zeit berichten werden, wurden nach oben gestuft. Also die Wall Street Sell-Seite hat sich Mühe gegeben, diese Unterfütterung zu bringen für einen bullischen Montag. Alleine es hat nicht nachhaltig wirklich gereicht. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, das ist der schnellste Wechsel von einer bärischen Stimmung beim Nasdaq hin zu einer extrem optimistischen Stimmung. Wir haben jetzt ein Change, eine Änderung von 93.000 Kontrakten beim Nasdaq 100. Vorher hatten wir ja durchaus Short-Positionierungen nicht unerheblicher Natur am Markt. Das ist jetzt komplett gedreht. Jetzt haben wir eine so starke Long-Positionierung wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Mithin ist also ein Short-Squeeze unwahrscheinlicher geworden. Das heißt, das Potenzial, dass Shorties, die leer verkauft haben, dann ihre Positionen eindecken und damit eine Rallye noch befeuern, das ist also unwahrscheinlicher geworden. Schauen wir uns mal an, was es mit dem Tech-Sektor auf sich hat seit der Finanzkrise. Da sehen wir, das ist der einzige Sektor, dessen Unternehmen noch Gewinnwachstum verzeichnet haben seit der Finanzkrise, während alle anderen Branchen im Grunde stagnieren oder sogar nach unten gehen. Das spricht Bände. Und wir sehen, dass dadurch zwar wir ähnliche Euphoriesituationen haben wie im Jahr 2000, aber
Wir haben jetzt im Mindesten nicht ganz so krasse Bewertungen oder deutlich weniger krasse Bewertungen, als wir es im Jahr 2000 hatten. Da hatten wir ein Forward Price Earnings Ratio, 12 Monats praktisch das, was für die nächsten 12 Monate an Gewinn erwartet wird. Hatten wir Werte von fast 50, jetzt sind wir, naja, unter 30. Es ist jetzt nicht gerade billig, aber es ist eben nicht so extrem. In der Dotcom-Blase waren ja viele Unternehmen, die nie einen einzigen Cent verdient haben, sondern nur große Versprechungen gemacht haben. Jetzt haben wir immerhin Unternehmen, die ja Gewinne machen. Und wir sehen, dadurch ist die Dominanz des Tech-Sektors immer größer geworden, fast 40% jetzt. Das ist eine Gewichtung, die sogar noch größer ist als in der Dotcom-Blase. Also das ist so ein bisschen vielleicht die Achillesferse der Märkte, dass eben sozusagen dieser Tech-Sektor so stark ist. Und wenn da Ungemach passiert, dann trifft es die Märkte insgesamt. Wir haben ein Phänomen. Wir haben jetzt ja eine sehr starke Long-Positionierung. Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Fondsmanager, die aktiv, also Fonds managen, eine sehr, sehr schlechte Performance haben. Nur um und bei 25-27% schlagen den Index. Also wer ein ETF auf den S&P oder auf den DAX zum Beispiel kauft, der ist in der Regel besser bedient als mit Fonds, die ja teilweise noch Ausgabegebühren verlangen, die eine Performance-Fee verlangen, die also relativ viel Kosten verursachen. Und warum dann nicht irgendwie stumpf einen Index kaufen als ETF oder als was auch immer, fragen sich da viele. Und das erzeugt natürlich einen gewissen Renditedruck jetzt auf die Fondsbranche, auch in den USA. Die müssen irgendwie gucken, wie kriegen wir die Kuh hier vom Eis, denn sonst kauft keiner mehr Fonds, sondern alle nur noch irgendwelche Indexfonds, wenn die besser laufen. Ein beliebter Sport ist auch wieder en vogue in den USA, nämlich die Spekulation auf einen fallenden VIX, auf eine fallende Volatilität also. Und das ist nicht unerheblich, wenn nämlich die Volatilität dann doch steigt, überraschenderweise aus Sicht jener Akteure, die eben auf eine fallende Volatilität wetten, dann könnte das auch Ungemach geben. Wir sehen also, wer auf einen fallenden VIX spekuliert, der spekuliert indirekt eigentlich auf steigende Aktienmärkte. Wir sehen am Future-Bereich, was den Nasdaq Future betrifft, aber auch Dow Jones und S&P, eine starke Long-Positionierung. Das heißt, wir haben derzeit sehr, sehr wenig Potenzial für einen Short Squeeze. Das ist immer eine Geschichte, die im kurzen Zeitfenster Märkte verwundbar macht. Nicht so verwundbar vielleicht wie im Jahr 1987, heute ja der 33. Jahrestag dieses Crashes, an einem Montag, dem 19. Oktober, damals 22,6% der Dow Jones gefallen. Ist 508 Punkte gefallen. Das macht der Dow Jones heute mal ganz entspannt an einem Tag, Intraday, innerhalb von einer halben Stunde vielleicht. Dafür hat es immerhin einen riesigen Crash gebraucht im Jahr 1987. Aber es ging ja dann schnell wieder nach oben, weil der neue Notenbankchef Greenspan dann intervenierte, gleich telefonierte mit entscheidenden Leuten. Und dann hat man eine konzertierte Aktion gemacht und die Märkte nach oben gebracht. Erinnert so ein bisschen an die Corona-Krise, da war es ja ähnlich. Und was wäre das Schlimmste, was den Bullen passieren kann, meine Damen und Herren? Ein wirksamer Impfstoff, darauf hat Andreas Tenolasen jetzt mal hingewiesen. Ja, wir haben heute zum Beispiel Aussagen aus der EZB von Holzmann, dem Österreicher, wie Karl Kraus, auch ein Österreicher, der gesagt hat, ja, solange wir keinen Impfstoff haben, müssen wir leider stimulieren, müssen wir was machen. Und jetzt hat die EZB durchblicken lassen, dass man jetzt kurzfristig nichts macht, aber dann im Dezember wird man wahrscheinlich was machen. Muss man also ein bisschen stimulieren wieder, weil es reicht nicht. Wir haben so viel stimuliert, es ist wenig bei rausgekommen, jetzt muss man noch mehr stimulieren, damit was rauskommt, nicht? Also das ist sozusagen jetzt der Punkt, und wenn wir dann mal einen Impfstoff hätten, dann würde diese Notwendigkeit für die Notenbanken wegfallen, und das wäre natürlich dann eher schlecht, denn die Aktienmärkte, die brauchen ja diesen Stimulus, die sind ja nicht in der Lage von alleine irgendwie zu steigen, sondern ohne die Notenbanken wäre das ein einziges Trauerspiel, was aber die Aktienbullen nicht davon abhält, eben dieses Trauerspiel mit Freude zu genießen und zu sagen, mir doch wurscht, wer denkt schon an die Zukunft, ich nicht, ich denke nur an die nähere Zukunft, aber wie auch immer, wer an die Zukunft denkt, der muss eben auch vielleicht an Generationen denken. Wir sehen hier in den USA, wie ich finde, eine extrem interessante Statistik, wer hält eigentlich die Aktien, welche Generation ist das? Und dann haben wir hier die Babyboomer, die gehen so bis in die späten 1960er Jahre, die also dann geboren sind, 50er Jahre, so bis in die späten 69, bis 69 gilt so als der letzte, allerletzte Ausläufer.
Jedenfalls, da sind eben sehr viele Menschen geboren worden vor dem Pillenknick und 53% der Babyboomer sind es, oder die gesamten Aktien, die in den USA gehalten werden, werden zu 53% von den Babyboomern gehalten. Die werden aber irgendwann vielleicht versterben oder werden sagen, ja, ich brauche das jetzt für meine Rente und verkaufen. 17% werden von der Generation Silent gehalten, das sind die, die vor 1946 geboren sind, und die Generation X. Und die Millennials sind da kaum dabei, also die haben da noch wenig von dieser ganzen Geschichte. Gleichwohl, Euphorie ist vorhanden bei den Häuslebauern zum Beispiel in den USA, NHB House Markt Index, der so ein bisschen die Stimmung der Hauskäufer des Hausmarktes misst. Absolutes Allzeithoch, das wir jetzt erreicht haben. Für mich nicht gerade ein gutes Zeichen, wenn praktisch am Immobilienmarkt eine solche Euphorie herrscht. Das erinnert so ein bisschen an 2007. Da war auch eine solche Euphorie im Immobilienmarkt. Dann ging es leider in die andere Richtung. Und in welche Richtung es geht, hängt neben dem Stimulus in dieser Woche auch zusammen mit den Zahlen, die jetzt zahlreich reinkommen. Wir haben IBM, wir haben Netflix. Mein Sohn sagt immer Netflix. Und manchmal lässt er da auch noch einen Buchstaben weg. Dann haben wir Texas Instruments, Snap. Wir haben Tesla, die wunderbare Tesla, Coca-Cola, wie sie alle heißen. Intel, American Express, also da wird einiges geboten sein. Es bleibt volatil. Wir haben jetzt so eine kleine Montagsernüchterung erfahren. Dienstag ist gerne mal ein Turnaround der Tuesday. On the long run, mittelfristig nach der Wahl, dürften die Aktienmärkte durchaus die Chance haben, neue Allzeithochs zu machen. Aber bis dahin ist eine gewisse Unsicherheit da, eine gewisse Nervosität da. Deswegen glaube ich, wird es sehr schwer eben für diese Allzeithochs, zumindest vor der US-Wahl, wenn dann diese Wahl eindeutig ausfallen sollte und nicht angefochten wird, dann könnte es durchaus eben diese Allzeithochs geben, bis vielleicht ins Jahr Mitte 2021, wie längere Zyklen andeuten, dann könnte die Party für ein ganzes Jahrzehnt erstmal vorbei sein. Aber das ist Zukunftsmusik, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal kurzfristig einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.